Moin Leute, heute geht es um den Dryworker Flex von Mörmann, also um den neuen Köcher von Mörmann. Ja, ich war ja vor kurzem auf der CMS und dort habe ich ihn entdeckt. Dort hat Mörmann ihn vorgestellt, den neuen Köcher, den Bucket on the Belt. Dryworker Flex heißt er. Hier ist das gute Stück, schaut selber mal. Also, mich hat er von erster Sekunde an sofort begeistert. Und ich denke, da war ich nicht der Einzige. Haben ja viele Kollegen dann gleich, als sie ihn gesehen haben, erstmal ganz genau geschaut, neben den anderen tollen Sachen, die Mörmann da neu vorgestellt hat. Also, schauen wir mal genauer, was ist alles neu, beziehungsweise was bietet dieser Köcher, was andere Köcher nicht haben. Zum einen hat Mörmann hier meiner Meinung nach zwei bestehende Systeme aufgegriffen und die positiven Sachen dort herausgenommen und hat seine eigene Version davon gemacht. Zum einen klar der Ganzlinger und zum anderen der Samurai. Gut, also der neue Köcher von Mörmann ist modular aufgebaut. Das heißt, es gibt mehrere Teile. Zum einen gibt es die Grundplatte. Das Grundteil, das auch am Gürtel befestigt wird, dies enthält zwei Einsteckhülsen für Abzieher. Die sind nach hinten gewandert. Warum, wieso, weshalb? Ist klar, vielen wird das genau so wie mir passieren, dass wie bei den alten Köchern greift man den Einwascher, reißt man automatisch den Abzieher mit raus. Das wird jetzt dadurch, dass der Abzieher nach hinten verlagert wird, so nicht mehr sein. Deswegen sind die nach hinten gewandert und unten an der Grundplatte, sage ich mal, befindet sich der Tropfbehälter. Das ist dieses blaue Ding hier unten. Dieser Behälter ist dafür da, um alle Tropfen und das Abstreifwasser vom Köcherteil und vom Abzieherteil aufzufangen und dadurch verhindert man natürlich ganz klar, dass man dem Kunden den Boden vollkleckert und definitiv auch diverse nasse Hosen, die man ja doch bei den alten Köchern immer mal wieder hatte. Gerade wenn man unheimlich feucht arbeiten muss im Sommer, passiert es doch schon mal relativ schnell, dass wenn man den Abzieher in den Köcher steckt, man einiges an Tropfen zufälligerweise abstreift. Das läuft außen runter. Und es tropft. Das soll jetzt hier mit diesem System verhindert werden. Ich durfte mir das auf der CMS auch anschauen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Der Behälter unten, der Auffangbehälter, hat eine kleine Klappe innen drin. Das Wasser wird halt nicht einfach bloß in den Becher aufgefangen, sondern läuft praktisch in einen geschlossenen Behälter, den man aufklappen kann, auskippen kann, sodass man auch bei Bewegung kein, ich sag mal, Schulperwasser hat, was dann doch wieder rauskleckert. Auch da haben sie sich soweit gedacht. Wie man hier im Video sehen kann, lässt sich der Behälter auch während des Tragens abnehmen, auskippen und wieder anstecken, ohne dass man den gesamten Köcher gleich wieder abbauen muss oder abnehmen kann. Aber kommen wir zum weiteren Teil. Weiterhin wird eine zweite Platte geliefert, auf der nochmal zwei Einwäscher eingesteckt werden können. Ob man das möchte oder nicht, ist dann jedem selber überlassen. Also es gibt ja Leute, die müssen unbedingt einen 45er, einen 35er, einen 25er und keine Ahnung was bei sich tragen. Hier gibt es dann die Möglichkeit, dass man diverse Abzieher bei sich führt, so hat man also die Möglichkeit, vier Abzieher individuell zu transportieren. Diese Platte ist zusätzlich anklippbar. Viel, viel interessanter ist dann natürlich der neue Köcher für den Einwascher. Der ist so konstruiert, dass natürlich nicht nur normale Einwascher reinpassen, sondern auch das Flickersystem von Mörmann besonders gut hält. Ja, also ich denke, da hat Mörmann einen ganz großen Wurf geleistet. Was gibt es dazu noch zu sagen? Also der ganze Köcher ist wirklich sehr leicht.
Er hat nur 470 Gramm und ist so konstruiert, dass er eben nicht länger als das Knie runterhängt. Ist natürlich auch immer die Frage, wo trägt man seinen Gürtel, wie kurz, wie hoch trägt man seinen Gürtel oder wo trägt man eben den Köcher. Also, Erscheinungsdatum von dem guten Stück wird Ende November, Anfang Dezember sein und preislich wird er so bei 60 Euro liegen. So viel konnte ich schon mal erfahren. Für mich steht er ganz klar auf der Einkaufsliste, also ich werde ihn mir auf jeden Fall zulegen. Er ist deutlich günstiger wie der Ganzlinger und mit knapp 10 Euro etwas teurer wie das Samurai bietet, aber dafür einige Sachen, die der Samurai nicht anbietet, wie dieser Tropfschutz oder Tropfauffang, der mich echt interessiert. Also auf der Messe konnte Christa mir so ein bisschen zeigen, dass das auch echt funktioniert und von der Größe her finde ich ihn auch nicht zu groß. Ich hätte mir sonst wahrscheinlich den Ganzlinger geholt, aber den finde ich doch jetzt echt besser. Erzählt mir, wie ihr ihn findet, ob ihr ihn euch holen werdet. Am besten unten in die Kommentare und bis dahin, ciao!